Moin zusammen, Manuel ist hier und ich zeige euch heute mal ein bisschen was Ungewöhnliches, und zwar Past Puzzle. Das ist ein kleines Spiel, umgesetzt als Webseite, leicht erreichbar, schnell gespielt und sieht folgendermaßen aus. Das ist ein Geschichtsrätsel und ich als History-Nerd, ohne dass ich da irgendwie eine einschlägige Ausbildung hätte oder so, aber halt viel Interesse und eine Menge Podcasts, unter anderem übrigens Geschichte.fm, also Geschichten aus der Geschichte, heißt der Podcast an sich. Geschichte.fm ist die URL und das ist ja letztlich dann das Wichtigere. Erkläre ich vielleicht mal in einem anderen Video ein bisschen ausführlicher. Hier geht es um pastpuzzle.de und das funktioniert nach dem Prinzip von Wordle. So muss man das heute wahrscheinlich sagen. Menschen meines Alters kennen es noch als Mastermind, wo es darum ging, Farben zu raten. Das kann man natürlich auch Buchstaben beziehen und damit dann Wordle erzeugen und einen riesen Hype, wahrscheinlich 50 Jahre nachdem Mastermind entwickelt worden ist. Und man kann das Ganze auch auf Ziffern übertragen und damit dann vierstellige Jahreszahlen, passt zufälligerweise ganz gut, vierstellige Jahreszahlen raten. Grün bedeutet richtige Stelle, richtige Ziffer. Gelb bedeutet, die Ziffer ist grundsätzlich Teil der Lösung, aber nicht an dieser Stelle, und rot bedeutet, das passt gar nicht. Und was wir jetzt hier haben, sind verschiedene Tipps. Pro Runde sozusagen ein neuer Tipp. Es geht aber immer um die gleiche Jahreszahl. Wir probieren es einfach jetzt hier mal gemeinsam aus. Ihr dürft dabei sein und dürft bewerten, ob ich denn mich als Geschichtsnerd qualifiziere. Heute ist das Rätsel mit folgender ersten Aufgabe dran. Während der Zeit der Wirren wird der falsche Dimitri für kurze Zeit Zar des Russischen Reichs, indem er sich als Sohn von Iwan dem Schrecklichen ausgibt. Tja, es gibt übrigens jeden Tag ein neues Rätsel. Das heißt, man kann ganz wie bei Wordle das locker mal wegmachen, ohne jetzt in ernsthafte Gefahr zu geraten, dass man da aus der Spirale nicht mehr rauskommt. Also die Zeit der Wirren, der falsche Dimitri, kurze Zeit Zar. Was wissen wir? Das Zarenreich endet in Russland 1917, glaube ich, oder 16 sogar, also noch vor dem Ende des Ersten Weltkriegs mit der Ermordung der Zarenfamilie, die Romanows. Das heißt, es muss eigentlich davor liegen, allzu weit davor, aber dann auch wieder nicht. Ich wüsste nicht, dass es im 18. Jahrhundert dann schon ein etabliertes Zarenreich gegeben hätte und Iwan der Schreckliche, habe ich gerade Iwa gesagt? Iwan der Schreckliche ist auf jeden Fall ja auch eine Person, die jetzt nicht in den Tiefen des Mittelalters oder des ausgehenden Mittelalters steckt, sondern schon Teil der Neuzeit ist. Das heißt, die 1 vorne dürfte gegeben sein. Wundert euch nicht, es rutscht gleich nach vorne. Und ich würde mal sagen, wir sind wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts, also 1800, ich sag mal 79. Ein paar verschiedene Ziffern reinmachen lohnt sich durchaus. Und wir gucken mal. Oh. Oh. Ja. History-Nerd ist ganz schön getroffen. Guy Fawkes und seine Mitschwörer werden hingerichtet. Neuer Tipp. Gleiches Jahr, nachdem ihr Sprengstoffattentat auf das englische Parlament fehlgeschlagen ist. Das wiederum kann ich relativ gut zuordnen, glaube ich. Das ist noch schlimmer als beim Schach hier. Alles, was ich sage, wird gegen mich verwendet und meistens dreht sich das dann auch im Laufe der Zeit gegen mich, sodass ich dann einfach nur noch peinliche Sachen gesagt habe im Rückblick. Also werden wir hier bei 1600 irgendwas sein. Ich habe zumindest schon mal gelernt, dass das Zahlenreichen deutlich ältere Geschichte ist, als ich das spontan dachte. Guy Fawkes wird hingerichtet. 1600, sag mal 53. Wir kommen der Sache näher. Und wir haben jetzt auch einige Ziffern ja schon ausgeschlossen. Die Vereinigung Englands und Schottlands unter einem Monarchen soll sich auch in einer einheitlichen Flagge widerspiegeln. Die erste Variante der Union Jack ist geboren. Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte, dass die Flaggen der britischen Länder einzeln ein Teil oder andersrum, dass die Kombination dieser Flaggen dann eben den Union Jack ergibt, also dass Farben und Muster da sozusagen verbunden sind. Deswegen ist die britische Flagge auch eine relativ komplexe. Da kommt es dann eben auch darauf an, in welcher Farbe sind denn die Kreuze jetzt nochmal eingefasst, weil das dann wiederum auf die anderen Teilrepubliken, sagt man da glaube ich nicht, aber Mitgliedstaaten ist auch falsch. Also auf die anderen Teilländer sozusagen
reflektiert. Also, der erste Monarch von beidem bekommt den Union Check. 16 ist ja schon mal fix. Man könnte jetzt tatsächlich hier vorne auch noch Zahlen probieren, aber ich glaube, das werden wir. Ja, eigentlich müssen wir es machen. Ja, komm, wir sind mal ein Trick. Also, wir wollen die 2 testen, müssen die 4 wissen. Und wir brauchen noch die 6. Ne, die 6 haben wir. Ja, es könnte noch eine zweite 6 drin sein. Haben wir dann alles? 8, 7, 9, 5, 3, 2, 4, 0. Schauen wir mal. Das ist, nee, darf nicht in der Zukunft fliegen. Okay. Dann 0, 6, 4, 2. Das geht nämlich, glaube ich. Das geht. Oh, die 6 hätten wir auf einer anderen Stelle probieren sollen. Das war natürlich jetzt doof. Ach Mann. Mit William Jans betritt der erste Europäer Australien und leitet damit die europäische Entdeckung des Kontinents ein. Also 1600. Muss ich fast 61 oder sowas sein, weil wir haben auch hier keinen Treffer. Probieren wir das. 1606. Okay. Der falsche Dimitri. Da haben wir ihn im Bild. Und das Schöne ist, hier wird jetzt verlinkt auf die Geschichten. Also das ist ein Wikipedia-Artikel. Kann weiterschalten. Guy Fawkes ist ein Podcast. Könnte sogar dann die Geschichte von Geschichten aus der Geschichte sein. Hier sehen wir den Union Jack. Auch ein Podcast, eine Podcast-Episode und ein Video hier über die Ureinwohner Australiens. Da könnt ihr mal spaßeshalber draufklicken und gucken, wo wir landen bei YouTube und wo Wissen to go. So, in diesem Sinne, viel Spaß beim Past Puzzle. Berichtet mal, ob ihr euch durchgesetzt habt. Ich habe ein bisschen was über das Zahnreich gelernt. Vielleicht geht es euch so ähnlich, dass das ein oder andere davon auch wirklich dann interessantes Genörde auslöst. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und viel Spaß in der Vergangenheit. Ciao.